Vor circa einem Jahr war Ihre Schwesterorganisation der ÖMTC im Silicon Valley. Und ich wohne seit jetzt 15 Jahren in Silicon Valley. Das ist die Gegend zwischen San Francisco und San Jose, wo so Unternehmen wie Google, Facebook, Oracle, aber auch Tesla herkommen. Und der ÖMTC ist deshalb auf mich zugekommen, weil ich ein Buch geschrieben habe. Das hieß das Silicon Valley Mindset, wo ich verglichen habe, wie die Verhaltensweisen von Deutschen und Österreichern und Schweizern sehen im Vergleich zu den Amerikanern im Silicon Valley und warum diese neuen und sehr wertvollen Unternehmen dort geschaffen werden und die selbst große Unternehmen wie unsere Automobilindustrie plötzlich hinten nachlassen. Der letzte führerische Neuling, der ist nämlich schon geboren. Das ist ein ganz süßer Wichtel, wie Sie sehen. Und das ist aber auch zugleich die letzte Person auf Erden, die einen Führerschein machen wird, weil es dann verboten sein wird, ab 2030 einen Führerschein zu machen. Manuelles Fahren wird zu gefährlich sein. Sie werden sich jetzt alle denken, na, der Mario, der ist wieder Trump, der redet dann nur einen Blödsinn daher. Ja? Der Tony Seber von der Stanford University, der Professor ist, hat ein paar Bilder ausgegraben, nämlich hier aus dem Jahr 1900, die Fifth Avenue in New York. Das ist eine typische Verkehrssituation dort. Man sieht die Fußgänger und man sieht Pferdekutschen. Man sieht ein Auto. 13 Jahre später, dieselbe Straße, New York, Fifth Avenue. Und das Verkehrsverhältnis hat geflippt. Ja, hat sich komplett umgedreht. Es sind nur mehr Autos da. Man sieht noch eine Pferdekutsche. Das heißt, innerhalb von 13 Jahren passieren hier technologische Wandlungen in Ihrer Industrie, die wir jetzt wieder sehen werden. Und wir sehen jetzt, weil ich im Silicon Valley auch lebe, vier Trends, die da zusammenkommen, nämlich einerseits das autonome Fahren, also das fahrerlose Fahren, das elektrische Fahren, das connected Fahren. Autos sind immer verbunden mit der Umwelt durch digitale kabellose Verbindungen und dann das Shared-Fahren, also alles, was wir unter Uber Ride-Sharing-Service verstehen. Und da wollte ich jetzt ein bisschen so in die Tiefe gehen und zeigen, was ich so sehe, was ich so erlebe. Und da beginne ich mit dem autonomen Fahren. Hier sind 20 Unternehmen, tatsächlich habe ich vergessen, eines hinzuzufügen, weil sich vor einigen Tagen wurde ein 21. Unternehmen hinzugefügt. Das sind die Unternehmen, die in Kalifornien eine Lizenz erhalten haben, von der dortigen Verkehrsbehörde autonome Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen zu testen. Insgesamt sind damit 130 Fahrzeuge in Kalifornien unterwegs mit 480 Nichtfahrern, also Leute, die noch drinnen sitzen müssen, damit sie im Notfall übernehmen können. Hier sind ein paar Bilder von verschiedensten Fahrzeugen, die man halt so in der Gegend sieht. Ich habe vermutlich bis dato 7 oder 8 Fahrzeuge oder Hersteller fahren sehen. Natürlich die Google-Fahrzeuge, die in der Mitte dieses hässliche Fahrzeug. Unlängst sah ich dann General Motors mit diesem Chevrolet Volt herumfahren. Es gibt aber auch zwei Lastwagenfirmen, Otto und Peloton, die selbstfahrende Lastwagen dort testen. Hier, das ist der 101 auf dem Weg nach San Francisco. Da ist eines dieser Fahrzeuge, das in der Nacht fährt, verschiedenste Fahrszenarien ausprobiert und im Verkehr mitschwimmt. Das fährt maximal 35 Stundenkilometer. Hier am Google Campus sieht man eines vorbeifahren. Und hier ist der selbstfahrende Lastwagen. Und das sind nicht nur jetzt ein paar Unternehmen, sondern es sind über 200 Unternehmen, die bereits im Sommer letzten Jahres von einer Analystenfirma zusammengestellt worden sind, die in den verschiedensten Bereichen arbeiten, also von gesamten Fahrzeug bis zu Processing Power, zu Sensoren, Verbindungen, Connectivität, Landkarten, Straßenkarten, die man macht. Das ist also nicht irgendwie ein BIP, den man da sieht, sondern die ganze Industrie ist hier dahinter und treibt das voraus. Und die Frage ist jetzt eigentlich, wer wird der Erste sein, der ein kommerzielles, selbstfahrendes Fahrzeug auf den Markt wirft? Das ist hier die Google Garage. Google alleine hat 58 Fahrzeuge im Betrieb, die in 4 Städten herumfahren. Und das sind diese kleinen, niedlich aussehenden Fahrzeuge. Auch hier müssen wir verstehen, dass hier sich das Paradigma ändert. Viele argumentieren, das ist doch eigentlich furchtbar hässlich, so eine Kröte werde ich mir doch nie anschaffen. Nur die Frage ist, interessiert es Sie, ob das Taxi jetzt grün oder gelb oder rosa ist, Sie sind eh nur 10 Minuten drinnen. Und das ist die Sache hier, dass ich in Zukunft mit einem selbstfahrenden Fahrzeug
über ein Uber-Modell fahren werde. Und das ist mir eigentlich egal, wie es ausschaut. Auch gibt es andere Gründe, warum diese Fahrzeuge so aussehen. Es sind nämlich Roboter, die ungefährlich ausschauen müssen, die niedlich ausschauen müssen, damit wir nicht Angst davor haben. Ja? Wenn ich auf der Straße stehe, auf der Kreuzung stehe und da ist ein BMW, dunkler BMW, dunkelgetönte Scheiben und man hört den Motor so auffallen, und dann habe ich gesagt, na, der Fahrer, das ist auch ein Trottel. Ne? Wenn das aber jetzt ein fahrerloses Fahrzeug macht, dann habe ich Angst. Dann denke ich nämlich sofort an den Terminator. Ja. Deshalb müssen die so niedlich ausschauen, damit sie auch akzeptiert werden von den Benutzern. Hier ist, wie ein selbstfahrendes Fahrzeug jetzt die Umgebung sieht mit all seinen Sensoren. Also die Objekte werden in solche Kästchen eingepflanzt und damit weiß er, oh, das ist ein Mensch, das ist ein Auto, das ist ein Fahrrad, das ist ein Motorrad. Hier unten sieht man das Bild, ja, wie die Straße erkannt wird, wie solche Hütchen und Markierungen erkannt werden, wie Signale erkannt werden. Und damit wird klar eigentlich, dass da hunderte Gigabyte an Daten pro Stunde erzeugt werden, Terabytes geschaffen werden, dass das ein Job für Computerwissenschaftler ist, also für Informatiker, für Leute, die sich mit großen Datenmengen auskennen. Das ist die Digitalisierung des Automobils, die wir hier sehen. Ich möchte jetzt Folgendes zeigen. Das sind Aufnahmen von einem Tesla der neuesten Generation. Seit 18. Oktober, am 19. Oktober hat der Elon Musk, der Tesla-CEO, angekündigt, dass das neue Hardware-Kit, das für den Autopiloten, ab sofort in allen Fahrzeugen verbaut wird. Und das Hardware-Kit umfasst 8 Kameras, Radar und Ultraschallsensoren sowie einen NVIDIA-Grafikprozessor. Die ganze Hardware ist bereits so mächtig und fertig, dass das Fahrzeug autonom fahren kann, wenn die Software soweit ist. Und hier ist ein Video, wie das demonstriert wird von Tesla selbst, wie das Fahrzeug fährt damit, autonom. Also das ist noch der Prototyp. Und da sehen wir auf der rechten Seite, wie das Auto Objekte erkennt, annotiert. Ja, also er erkennt, das sind Autos hier, das sind Fußgänger, das sind andere Sachen, das sind Schilder. Und dieses Ding ist bereits in den Fahrzeugen eingebaut und sammelt passiv Daten momentan. Also solange das nicht aktiv verwendet wird, oder die Software noch nicht bereit ist, hat es bereits begonnen, Daten zu sammeln. Und jetzt steigt dann gleich der Fahrer aus und das Auto macht sich selbstständig auf die Suche nach einem Parkplatz. Und diese Systeme, die drinnen sind, die sammeln heute bereits passiv all die Daten und melden sie zurück an Tesla. Schon die Autopilot 1 Hardware, und das ist jetzt die Autopilot 2 Hardware, macht das genauso. So, jetzt hat es geparkt, erledigt. Ich muss mich nicht drum kümmern. Und wir werden im nächsten Video gleich danach sehen, wie sich das auswirkt. Hier, holländische Autobahn, 120 Stundenkilometer. Ja. So, das ist ein Unfall passiert. Das Fahrzeug hat aber bereits erkannt, der Tesla, in dem wir drinnen sitzen, hat bereits erkannt, dass da was passiert und wir haben dieses Piep, Piep, Piep gehört. Ja? Eine Sekunde bevor der Unfall passiert ist, hat der Tesla bereits erkannt, dass es zu einer gefährlichen Situation kommen wird. Es wird erwartet, dass 90% der Unfälle damit reduziert werden können, wenn alle diese Fahrzeuge dann einen Autopiloten haben. Das ist aber nicht das Einzige. Das autonome Fahrzeug gehen wir auf das elektrische Fahrzeug. Ein 8-Zylinder-Motor hat an die 1200 Teile. Und wenn man dazu noch das Getriebe rechnet, die Abgasanlage, die Tankanlage, all die anderen Dinge, die man benötigt, um den zu versorgen, dann kommt man leicht auf 2000 Teile. Das ist, wie das Tesla Chassis ausschaut, mit den Batterieboxen. Da sind an die 4000 Batterien, glaube ich, drinnen, wenn ich mich nicht verrechnet habe jetzt. Aber der Motor, der Elektromotor selbst, hat 17 Teile. 17, nicht 2000 wie ein Benziner. Das heißt, ein Hundertstel der Teile sind hier nur in Verwendung in so einem Fahrzeug. Das bedeutet für die Wartung des Fahrzeugs, dass viel weniger Teile kaputt gehen können. Ich brauche keinen Ölwechsel, ich habe keine Flüssigkeiten da drinnen, die gewechselt werden müssen, kein Filter, der da ist. Ja, das ist ein Verbrennungsmotor ist ein hochsynchronisiertes, hochgetriebenes Wunderwerk der Technik. Ja. Aber je mehr Teile ich einbaue, je mehr ich da reinbringe, desto kritischer wird das. Hier in diesem Fall 17 Teile, viel weniger Wartung, die teilweise auch berührungslos sind. Die Zukunft des Verbrennungskraftfahrzeuges sieht also so aus. Und es sagt uns auch gleichzeitig, dass
wir ganz sicher nicht die Führerschaft in der Elektromobilität haben hier in Deutschland. Ja, wir laufen hinten nach. Die das dominieren, sind die USA und China. Schauen wir uns Connected-Fahrzeuge an, und das ist ja eigentlich ein Widerspruch. Jedes Auto ist eigentlich heute connected und muss connected sein. Das ist ja so, ich sagen würde, ein Telefon ist ein connected Telefon. Ein Telefon muss connected sein, damit es ein Telefon ist. Ja. Und damit kann man natürlich etliches machen, von Fernwartung, ja, oder Diagnose des Fahrzeuges bereits aus der Ferne. Die Kollegen vom ÖMTC haben mir erzählt, dass der britische Autofahrerclub 1.000 von solchen Dongles Telematik-Dongles an Kunden ausgegeben hat und draufgekommen ist, dass sie 50% der Pannenfälle echt remote, also aus der Ferne, lösen konnten und damit kein Pannenfahrer hinfahren musste. Ja, wir haben auch dann die Möglichkeit, dass die Fahrzeuge mit anderen Dingen sprechen, also mit anderen Fahrzeugen, mit Menschen, mit Infrastruktur auf der Straße. Sie haben wahrscheinlich gehört, die CES, auf der CES hat Audi demonstriert, Las Vegas, dass dort Ampelschaltungen durch das Fahrzeug kommuniziert werden konnte. Also die Ampeln haben gesagt, wie lange sie noch rot sein werden, und der Fahrer konnte seine Geschwindigkeit entsprechend anpassen, das Ganze. Das ist eben diese Kommunikation, die man hier hat. Das bringt uns zu einem Thema, das einen Autofahrerclub hier betrifft, nämlich nicht nur die Pannenhilfe, die man hat, sondern auch andere Servicedienstleistungen, die man bringt. Wir wissen, dass beispielsweise der Guide Michelin von einem Reifenfabrikanten ja herausgegeben wurde, damit man einen Grund findet, warum man mit dem Auto irgendwo hinfahren muss, nämlich zu einem guten Restaurant beispielsweise, ja, oder einer Sehenswürdigkeit. So ist das ja eigentlich entstanden. Hat man den Leuten Motivation gegeben, was sie mit dem Auto eigentlich so machen können. Heute geht man auf Yelp und schaut sich Restaurantkritiken an. Ja? Oder ich gehe nicht mehr zu den Hotel-Websites, Sie haben schon gehört, sondern ich schaue mir Airbnb an, oder ich gehe zu Booking.com. Da gehe ich nicht mehr zu einem Autofahrerclub eigentlich. Das letzte Mal, als ich mir Landkarten von AAA, vom amerikanischen Autofahrerclub, geholt habe, das war, glaube ich, 2004, da bin ich noch hingefahren. Heute verwende ich Google Maps und Apple Maps und was es auch immer gibt, oder telematisch Daten, die ich erfasse und auf mein Handy spiele, damit ich weiß, wie mein Fahrzeug sich ausschaut, oder Versicherungsservices in Metro Miles, die nur dann aktiv werden, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Und gleichzeitig aber auch messen, ob ich ein riskanter Fahrer bin und damit vielleicht ein bisschen mehr zahlen muss, oder ob ich in einer Gegend bin, wo mir eingebrochen wird. Man geht also nicht mehr zu einem Autofahrerclub notwendigerweise, sondern der Autofahrerclub wird angegriffen durch verschiedenste kleine Startups, die hier sind, die teilweise sehr groß und sehr mächtig sind. Und die Frage ist dann wirklich, wo spielen wir hier mit? Und das letzte Element ist dann das Gescherte, nämlich dass man eigentlich gar kein Auto mehr besitzt, sondern einen Zugang zu einem Auto haben möchte. Und das bietet Chancen, natürlich auch Risiken, aber es bietet auch Chancen für die Hersteller. Ich möchte hier ein Beispiel bringen, nämlich Taxis. Und zwar eine deutsche Erfolgsgeschichte, das MyTaxi, haben Sie vielleicht gehört. Die wurden im ersten Halbjahr 2009 gegründet und haben in ihrer Geschichte sozusagen 40 Millionen Euro an Risikokapital aufgestellt und wurden 2013 dann von Daimler gekauft und jetzt unter der Daimler-Marke weitergeführt. Uber an der anderen Stelle hinterfragt genau diese Taxiregulierungen. Warum gibt es eigentlich diese Taxibestimmungen, diese Lizenzen? Warum gibt es die? Normalerweise hat ein Taxifahrer einen Informationsvorteil gegenüber seinem Fahrgast. Ich kenne mich in München nicht aus. Der Taxifahrer hätte mich jetzt hier im Kreis fahren können, um mehr Geld zu verdienen. Ja? Und tatsächlich ist das einer spanischen Kollegin, die bei SAP arbeitet, Freundin, war in Las Vegas auf einer Konferenz, ist um 6 Uhr in der Früh, steht bei der roten Ampel auf dem Weg zum Flughafen, klopft der Streifenpolizist an die Seitenscheibe und fragt den Taxifahrer, wo er hinfährt. Sagt er, ja, ich fahre zum Flughafen. Sir, der Flughafen ist in die andere Richtung. Ja? Ja, es ist so viel Verkehr. Es ist 6 Uhr in der Früh, da ist kein Verkehr. Sie drehen jetzt sofort um und fahren auf dem direktesten Wege zum Flughafen. Und hat ihr noch seine Telefonnummer gegeben und gesagt, das kann nicht mehr als $20 kosten. Wenn es Probleme gibt, rufen Sie mich an. Ich erzähle das einem Freund, einem Wiener Freund, der erzählt mir, du, da brauchst gar nicht nach Las Vegas fahren. Das ist mir unlängst passiert in Wien. Hat einen Schweizer Freund, der Französisch spricht, haben beide gemeinsam Englisch gesprochen, steigen ins Taxi ein, fahren die Straße entlang, 5 Minuten später dieselbe Straße in die andere Richtung. Ja? Er ist Wiener, hat der Taxifahrer geglaubt, es sind keine Wiener, die kennen sich nicht aus, hat sie daheim gebracht. Bei Uber funktioniert das so:
Das Gerät weiß, wo ich stehe, das heißt, der Taxifahrer weiß, wo der Abholpunkt ist und ich gebe die Adresse ein, zu der ich fahren möchte und weiß schon von Anfang an den Preis. Damit ist der Taxifahrer motiviert, so rasch als möglich zum Ziel zu fahren, weil er verdient nicht mehr. Ja, er verdient mehr, wenn er mich abliefert und einen neuen Kunden aufnimmt. Und damit werden nämlich diese Bestimmungen hinterfragt, die wir haben. Damit kommt diese Argumentation des Verfassungsgerichts oder wer auch immer da dann das verbietet und sagt, die müssen sich ja auch an die Regelungen halten. Nein, die Bestimmungen wurden für bestimmte Fälle eingerichtet und jetzt müssen wir schauen, ob sie dann noch gültig sind, ob wir sie nicht einfach zu ändern haben. All diese vier verschiedenen Trends sind in sich schon disruptiv genug. Das heißt, die sind schon gefährlich genug für die Platzhirschen, die heutigen führenden Unternehmen. Alle zusammen, und das funktioniert alles zusammen, sind wie eine kleine Atomexplosion, die hier passiert für diese Industrie. Wie schaut jetzt der Zeithorizont aus? Ja? 2016, wir haben also bereits diese Fahrerassistenzsysteme auf den Straßen, vielen der Automobile, die jetzt das Level 2 fahren, erlauben. BMW wird ab, glaube ich, Mai, Sommer, beginnen, 40 autonome BMWs in der Münchner Innenstadt herumfahren zu lassen. Das heißt, wir werden plötzlich noch mehr von diesen Fahrzeugen und Flotten sehen. Und Lastwagen, autonome Lastwagen. Hier ist ein Beispiel aus den USA, Otto, die erste kommerzielle Fahrt eines autonomen Lastwagens über eine 180 Kilometer weite Strecke. Die Reaktion war ganz klar, wow, der steigt da jetzt aus, doch gefährlich. Ne? Tatsächlich wird unsere Reaktion wahrscheinlich in 10 Jahren eine andere sein, wenn wir einen menschlichen Fahrer dahinter sitzen und sagen, wow, das ist gefährlich, da sitzt der Mensch dahinter. Ja? So wie beim Handy. Ja? Beim Handy, heute ist es völlig normal, dass ich im Supermarkt anrufe meine Frau und frage, was sie braucht. Ja? Das war vor 15 Jahren, war das noch ein Ding, mit dem Kabarettisten noch Witze machen konnten. Ja? Dass ich so ein Ding verwende, um zu fragen, welches Gemüse ich einkaufen soll. 2017, das Tesla Model 3 wird kommen. Das heißt, wir werden plötzlich zigtausende Mittelklasse-Fahrzeuge haben, ob das jetzt 2017, 2018 ist, werden wir noch sehen, aber die in einen Bereich kommen, wo BMW 3 heute spielen, wo Audi A4 spielt, ja, wo die Mercedes C-Klasse spielt. Und die Leute, die diese Fahrzeuge reserviert haben, die kaufen heute schon keine Fahrzeuge mehr, die warten darauf. Ja. Das heißt, das tut heute denen schon weh. Wir werden die ersten, 2017 hat Otto angekündigt, die ersten kommerziell verfügbaren Lastwagen an Kunden zu verkaufen. Wir werden sehen, dass Ende des Jahres, vielleicht 2018 spätestens, Tesla die Autopilot-Software freischalten wird. Und die produzieren pro Woche momentan zwischen 1.000 und 2.000 Fahrzeuge. Seit Oktober wurden also so mit 20.000, 30.000 Fahrzeuge produziert. Und sobald die Software freigeschalten wird, werden 100.000 autonom fahrfähige Fahrzeuge auf den Straßen sein. Und die werden auch in Deutschland sein. Die werden auch in Deutschland sein. Das heißt, wir werden diesen Fahrzeugen rascher begegnen, als man gedacht hat. 2020, 2023, wir werden sehen, dass wir selbstfahrende Taxiflotten in den Städten haben werden. Es wird wahrscheinlich verboten werden, in gewissen Innenstadtbereichen oder Stadtbezirken, dass noch manuell gefahren wird, sondern vermehrt diese Fahrzeuge fahren werden. Und das wird dann langsam so hinauswabbern in andere Gegenden. Elektrofahrzeuge werden ab ca. 2020, 2022 billiger werden von der Energieversorgung und vom Kauf her als Verbrennungsfahrzeuge. Und ab diesem Zeitpunkt wird es unwirtschaftlich sein, einen Verbrenner zu haben. 2030, die Mehrheit der Fahrzeuge wird selbstfahrend sein. Die letzte Person auf Erden wird einen Führerschein machen, ja, und wird sich schon ärgern, dass sie den Führerschein machen muss. Und es wird tatsächlich das manuelle Fahren verboten werden, weil es zu gefährlich ist. Und es wird auf Rennstrecken oder auf, weiß ich, Großglockner Alpenstraße oder die Küstenstraße wird das halt vielleicht am Wochenende dann erlaubt werden. Vergessen wir nicht, das war das Bild 1900, auf der Fifth Avenue in New York. 13 Jahre von heute, 2017, ist 2030. Ja? Das ist schon einmal in dieser Industrie, in dieser Geschwindigkeit passiert. Und das scheint sich zu wiederholen.
Und was bedeutet das für jemanden wie den ADAC? Wie bereitet man sich darauf vor? Wie versteht man besser die Digitalisierung? Und da würde ich vorschlagen, einfach drei Anwendungen auszuprobieren. Eine ist Pokémon Go. Und die nimmt keine Zeit weg. Die verwende ich nämlich, während ich gehe. Und damit lernt man Augmented Reality, wie das funktioniert. 100 Millionen Menschen haben Augmented Reality-Applikationen hier verwendet. Und das gibt mir plötzlich Ideen, wie ich das im eigenen Einsatz verbinden kann. Der Pannenhelfer, der vor dem Motor steht, das drüber hält und drüber gelegt Informationen sichtbar kriegt. Oder dass man Uber verwendet. Wenn wir Delegationen in Silicon Valley haben, müssen sie Uber runterladen und wir lassen sie einmal, setzen sie irgendwann in der Wildnis in San Francisco aus und sie müssen nach Hause finden, indem sie ein Uber verwenden. Und dann sehen sie, dass sie die eigene, okay, Uber, und dann biegt es schon um die Ecke und sie steigen ein und sie müssen nicht mit Geld herumtun, weil sie schon mit der Kreditkarte bezahlt und alles und erleben plötzlich, was es bedeutet, ein digitales Tool zu verwenden, das die Taxiindustrie disruptiert. Auch Airbnb, dass man mal Airbnb nimmt, anstelle in ein Hotel zu gehen. Ja, und dann natürlich, um das besser zu erkennen, was kommt, dass ich nicht einen Trend dann sehe, wenn es schon zu spät ist, gibt es, was man nennt, das Foresight Thinking, wo man überlegt, wie man schon einzelne Signale in der eigenen und anderen Industrie erkennt und daraus Sinn macht. Ja. Darf ich euch übergeben? Dankeschön.